begrüße euch herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Türkgücü München. Endstand 0:2. Für eure Fragen stehen gleich die Trainer Andreas Pummer für Türkgücü München und Rolf Landal zur Verfügung. Das erste Wort gebührt wie immer dem Gast. Andreas Pummer, bitte das Statement zum Spiel. Ja, grüß Gott beieinander. Von meiner Seite zum Spiel. Es war ein sehr hartes Spiel, ja, nicht von den Zweikämpfen her, aber wir wussten, dass es eben über die Zweikämpfe heute gehen wird, ja, dass wir das annehmen müssen. Die Mannschaft hat sehr großes Herz gezeigt, dass sie nicht so viel klein-klein gespielt hat, sondern heute die Balance gefunden hat, auch mal die langen Bälle einzustreuen. Natürlich hat uns dann gleich am Anfang das 1-0 auch ein bisschen in die Karten gespielt. Ich denke aber im Großen und Ganzen ist es ein verdienter Sieg und sind wir natürlich glücklich. Danke. Ja, danke Andreas Pummer. Dann leite ich gleich über zu Rolf. Wie fällt dein Fazit aus? Ich glaube, Leidenschaft, Herzblut, Kampf, das haben wir alles gesehen heute. Das wollten wir unbedingt zeigen. Da wollten wir uns absolut nichts nachsagen lassen. Ich glaube, so wie mein Kollege schon gesagt hat, dass das 1-0 war, trifft uns natürlich eiskalt. Und man muss auch sagen, so einen Freistoß triffst du auch nicht jeden Tag. Den trifft er ganz einfach fantastisch, der Sacharia. Das ist eine individuelle Qualität. Die muss man anerkennen. Dennoch muss ich sagen, haben wir ganz, ganz viel versucht. Vielleicht im letzten Drittel nicht immer die besten Entscheidungen dann getroffen, aber du arbeitest schlussendlich dann gegen einen tieferstehenden Gegner darauf hin, dass du so eine Großchance wie am Schluss dann hast, wo du dann den Ausgleich am Fuß hast, triffst dann auch nicht und kriegst dann aus einem Konter leider dann am Schluss das 0-2. Wie gesagt, ich habe meine Mannschaft gesehen, die trotz allem erhobenen Hauptes vom Platz gehen kann, die alles versucht hat, die Kampfgeist gezeigt hat, die sich reingehauen hat. Aber derzeit ist ganz einfach ein bisschen Pech dabei, Spielglück ganz, ganz wenig. Und dann traust du den Punkten hier zu Hause hinterher. Ja, danke Rolf. Dann ist Zeit für eure Fragen. Ich warte auf virtuelle oder tatsächliche Handsignale. Roland Karl. Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage zu der grünen Armbinde. Was kann man dazu sagen? Warum hat die Mannschaft heute eine grüne Armbinde getragen? Das war eine, ich wusste bis, also ich wusste auch nichts davon, aber das haben sich intern abgesprochen. Sie wollten als 11 Kapitäne auftreten. Und das hatte symbolischen Charakter.